Möchtet ihr auch so einen Plätzchen-Adventskalender basteln? Dann braucht ihr dafür 100 Gramm Butter, 50 Gramm Zucker, 150 Gramm Mehl, ein Eigelb, die Ausstecherformen, einen Ausroller, etwas Folie und eine Rührschüssel sowie ein Stück Band. Zuerst mischt ihr das Mehl, die Butter und den Zucker in einer Rührschüssel und verknetet das Ganze zu einem schönen Teig. Diesen rollt ihr in der Hand zusammen zu einer Kugel, schlagt ihn in die Folie ein und legt ihn 30 Minuten in den Kühlschrank. Danach packt ihr ihn wieder auf, bestreut eure Arbeitsfläche ein bisschen mit Mehl, legt ihn darauf und rollt ihn aus. Schön gleichmäßig. Nun könnt ihr eure Ausstecher nehmen und den Teig schön ausstechen. Entweder macht ihr verschiedene Formen oder die gleiche. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Dann nehmt ihr euch etwas, womit ihr die ausgestochenen Plätzchen gut ablösen könnt und auf das Blech mit Backpapier legen könnt. Den Rest des Teiges verknetet ihr wieder und rollt ihn wieder aus und könnt wieder daraus ausstechen. Das wiederholt ihr so lange, bis ihr 24 Plätzchen habt und der Teig alle ist. Aus kleinen Resten könnt ihr noch so kleine Männchen machen. Nun nehmt ihr euch einen Schaschlikspieß oder einen spitzen Gegenstand und macht in jeden Keks ein kleines Loch, schön vorsichtig, damit das Keks nicht zerbricht oder auseinander geht dadurch. Jetzt nehmt ihr euch das Eigelb, verquirlt es ein bisschen und streicht damit die Plätzchen ein. Mit dem Spieß mache ich die Löcher nochmal frei, damit auch kein Eigelb da drinne verklebt und das Loch zumacht. Nun könnt ihr 5 bis 10 Minuten eure Plätzchen backen, maximal 15 Minuten, und dann aus dem Ofen holen und schön auskühlen lassen. Wenn sie kühl sind, dann könnt ihr euch ein Bändchen nehmen. Ich habe ein Bändel mit einem Draht genommen, weil das schöner einen Kreis ergibt. Und mit einem Tesafilm vorne das Bändchen an den Draht geklebt. Und dann könnt ihr alle Plätzchen nacheinander auf den Draht aufspießen und so einen Kranz bekommen mit 24 Plätzchen. Dann verschließt ihr den Kranz und verknotet ihn schön und könnt ihn weiter verschenken. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch ein Bändchen nehmen und damit eine Schleife binden. Viel Freude beim Nachmachen!